direkt ein Copyright Strike für die Musik. Schön. Ja, auf meiner nicht enden wollenden Suche nach Eisenbahn, Straßenbahn, U-Bahn, Bus, Simulatoren, stieß ich auf Metro Sim Hustle. Und was ich bisher darüber gehört habe, ist verwirrend. Start new game. Kann ich das umbenennen? Nein, egal. Smartphone, rent an apartment. Ja, denn es handelt sich keineswegs hier um einen reinen U-Bahn-Simulator, wie der Name vielleicht suggerieren könnte, sondern um Ivan oder Eva. Es hat einen gewissen Ostblock-Akzent. Hailing from the Balkans, where your interest in transportation was squashed by bad habits as teenager, you recently moved to a new city in hopes making a fresh start. Although you aim to revive your interest in engineering, transition has not been without its challenges, as tackle a thick language barrier and lack of work experience, leaving you with just the clothes on your back. Was haben denn Frauen so durchgemacht? Although you did not show much interest in school as a teenager, you spent most of your time working on cars with your father in your family garage. You took an interest in engineering at a young age and moved to the city to enter a career as train operator. Sadly, the recent loss of a beloved family member has taken an emotional toll on you as you search for stability and renewed interest in your career. Ich nehme sie mal. Das ist, glaube ich, trotzdem, ja, es ist First Person, von daher ist möglicherweise egal. Oder auch nicht. Also, wie sehe ich denn... ich habe die richtige Auswahl getroffen. So, wo bin ich denn hier? Irgendwo im Keller. Im dunklen Keller. Ja, wer glaubt, hier kann ich Sachen einpacken, dass das hier nichts mit U-Bahn zu tun hat, der wird eines Besseren belehrt werden. Wer glaubt, dass das hier ein U-Bahn-Simulator ist, der wird eines Besseren belehrt werden. Belehren wir uns doch alle mal gegenseitig. Kann ich abziehen? Das ist schön. Hier könnte ich schlafen. Aber wer würde das wollen? Ich würde lieber aufrecht stehen. Ich kann eine Dusche nehmen. Tun wir es, oder? Hallo? Warum werde ich blind, wenn ich eine Dusche nehme? Ich hätte das Wasser vorher prüfen sollen, ne? So, jetzt bin ich sauber. Meine Hygiene ist tadellos. Gut, hier bin ich offenbar untergekommen, ne? Es gibt schlimmere Wohnungen, aber auch endlos viele bessere. You can save your game by returning to the derelict building and using the mattress at any time. Or by just chasing a bed for a residence at the local furniture store. Nö, an der Matratze ist ja nichts auszusetzen. Street. Wenn da Street ist, was ist dann hier? The Pump Room. Aha, hier kann ich Sachen pumpen. Warte, ich kann nicht drauf drücken. Hätte mich jetzt neugierig gemacht. Na gut. Pump 1. GPM? Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür diese Pumpen sind oder was das soll. Hier ist noch eine Tür. Eine geheimnisvolle. Die ist verschlossen. Dann gehe ich doch mal zur Straße rauf. Ich glaube, jeder, der das sagt, wenn er aus der Wohnung kommt, ich gehe mal zur Straße rauf, hat falsche Entscheidungen im Leben getroffen oder Pech gehabt. Narcotic Production. Warum muss ich denn direkt hier sowas machen? Ich will U-Bahn fahren. Can you use the equipment available in the Narcotic Production Building to produce... Produce, ne? Produce, was anderes. Narcotics can be shipped to customers for profit. Ist das ein Crossover-Spiel von Drug Dealer Simulator? Ich würde gerne U-Bahn fahren, tatsächlich. Das ist es, was ich will. Egal, was das Spiel jetzt mir so auferlegt, ich würde gerne versuchen, nicht kriminell zu sein. Schauen, ob das funktioniert. Ja, um es mal nebenbei zu sagen, was ich von dem Spiel gesehen habe, als ich gesehen habe, es ist doch kein reiner Simulator. Verkehrssimulator. Hier könnte ich was trinken, offenbar. War, dass viele Leute sagen, dass es das Spiel ist, auf das sie ewig gewartet haben. Sie sagen irgendwie, das, was GTA sein sollte. Ich kann Dumpster diven. Na gut.
bin ich denn hier? Hallo, Sie sehen vertrauenswürdig aus. I got a hot deal for you and some speed. $2,000 up front. Shipment comes in next week. We good? Finally, a dealer. Why don't you hang out at the club? Hi, see you there a lot. And you look like you're up to no good. Ah, the scum of the city. How's it going? Ich chatte mal. Darum scheint es zu gehen. 33. Woher weiß ich, dass es 33 ist? Ja, ich sag was Nettes, ne? Ain't gonna find me at no public venues. You come around here if you're looking to pick up. Not interested in buying any of your crap. I'm a police officer and going to arrest you if you don't hand over all your belongings right now. Ich kann nichts Nettes sagen, ne? Also was ihn noch näher an mich ranbindet oder so, ne? I work in the streets. You gotta keep some food in my mama's house. You buying or not? Hey, do you want me to buy from you? Wie viel Geld habe ich denn? Came here to sell you my shit. Do you have like a narcotic cocktail that I can buy? What do you call it? Candy flipping? Ja, so, ja, steigt die Relationship auf jeden Fall. You got it, big one. Show me your change and I'll set you up. Okay, as fuck, get some eye drops. Go get a job, do some real work. If you need a place to sell your shit, there's a dude that hangs out at the club. He's addicted to coke. Ich sag das mal. Ich will ja hier den höchsten Punkt erreichen, dass er mich mag. Yeah, I know all the folks in the city. Vielleicht kann ich das ja schaffen, dass alle Gangster mich mögen, ohne dass ich selber einer sein muss. Everyone knows you're selling out. Feds will come in tomorrow. Also change your shirt. Something for everyone in the city. See you next time. Ja. Völlig auf meiner Seite. Stay right here. I got some work for you. You in? Ja, klar. Listen up, pal. I've been running around this city, non-stop pushing this shit. But I gotta lay down low for a while. I got clients all across the city that be expecting this shit. Gonna hand this shit right over to you, and you're gonna send it right to the buyer. Drop-off location be marked with a red piece of tape on the doors. You got this? Keep the shit on the low, you hear me? Got a cut for you if you can do this without fucking up. Okay. Gerne. Danke, Mann. Du bist der Beste. So, bin ich jetzt doch... wie kann ich mein Telefon nennen? Mit Tab kriege ich die Map. Finde ich hier wieder nach Hause? Wo bin ich denn hier? Gibt's hier Straßenschilder? Ja, tatsächlich. Also am Ende der Baker Avenue. Hallo, Sir. Am Ende der Baker Avenue. Das ist eine kleine Stadt, die ich hier habe. Hier ist die Baker Avenue. Und da komme ich gerade raus, kann das sein? Oder hier aus der Ecke? Baker und Slater? Regal Lane. Ah, hier bin ich. Das heißt, unten links. Unten links bin ich zu Hause. Tja. Was war jetzt mit meinem Handy? Controls wäre nicht schlecht. Primary Input, Backward, Phone, P. Und Inventory, was habe ich denn überhaupt? Ein paar Klamotten, ich kann was essen. Ich wollte gerade sagen, Zahnbürsten, ein Dietrich. P. Touch to Unlock. Och, das ist eine Menge. Career. Current License. Points required for next rank. Also das ist mein Geld, ja? Moment, nee, ich wollte schon noch weiter gucken. Außerdem stehe ich mitten auf der Straße hier, ne? Ist wahrscheinlich nicht so gut. Habe ich jetzt Inventar eigentlich irgendwie... Der hat mir doch nichts gegeben, oder? Na gut, vielleicht ist das besser. So, mein Phone. Mal. Nicht, dass es mir geklaut wird. Warum bewege ich mich? Oh, sie hat mich zur Seite geschoben, Lady. Nicht mit mir. Black Market App. Recipes? Boiled Vegetable. So nennt man mich. Ah. Okay. Ich will mal die nächste U-Bahn finden, ehrlich gesagt.
Arena. Ich cancel mal. Die Musik klingt interessant. Das klingt erstmal irgendwie eine Fabrik. Penitentiary. Im zweiten Moment wie eine was ist denn? Kantine. Eine Kantinenfabrik. Ah, hallo. Möchten Sie Drogen kaufen? Josh Shotwell, I've seen you running around here a lot. What are you up to? Ah, what's your name? This ain't no meet and greet. I got work to do. And if you ain't got nothing important to say, then leave me alone. Wie unhöflich. Unclog my toilet? Look like a truck driver. Get the hell out of this somewhere. Finally, someone doesn't look like completely lost their mind. You know what? I mean, I'm a working man. Come through here to work and go straight the hell home where I'm done. Wait, to work for the city? Why don't you come work for me? You don't seem like the city type. What brings you out here? What brings you out here? Only thing I came out here for is work. Something you're looking for? If you need a girlfriend, there's a Ukrainian that walks around here. You know, they're pretty cheap to get at the moment. Ah! She's just your type. Anyway, you look like you do blow, and I can sell you a lot of it. You like football, you like nachos. Was kann ich denn jetzt sagen? Aber ich frag mal hier. Ja, Mager. You're damn right, I'm a fucking working man. You know what I mean? I'm about to pass out. I should get going. Ja, ich brauche irgendwann mal was zu essen. Alright, I'm headed to the club tonight to spend my employment bonus. First drink is on me. See you there. Yeah. I ain't going to no club. If you know where the fuck I can find a bottle of gin in the city, you just let me know. Vielleicht im Supermarkt, mein Freund. Vielleicht im Supermarkt. Oh, so sieht die Stadt hier aus. Hallo, Ladies. Oh, ich darf nicht vergessen, wer ich bin. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Ich weiß ja nicht, was das ist. Ach so, na gut. Also ich kann jede Tür versuchen aufzumachen, aber will ich das? Wo ist denn der Club? Zum Beispiel. Entertainment. Hier bin ich. Hier könnte ein Club sein. Oder über die Straße und dann da hinten rein. Ja, gucken wir doch mal. Nehmen wir an, die Autos müssen halten, oder? Nein. Sind nicht verpflichtet. Patient was found unresponsive after being transported to a local clinic. Da bin ich ja ganz schön. Habe ich jetzt Schulden, oder? Ne, es bleibt bei 0. So, wo ist denn die Klinik? Oh, Hunk. What a hunk of man. Callahan Medical Clinic. Callahan scheint ja irgendwie alles zu gehören, ne? Mein Inventar. Da ist irgendwas. Hier war vorher was. Ich weiß nicht was, aber es ist weg. Ja, ich will nicht noch mehr Kontakte knüpfen hier. Obwohl der Mann aussieht, als könnte er einen beschützen, wenn irgendwas passiert. Alle sind so Mitte oder Anfang 30, ne? Also, help you with something, bud. Great, another Roy Junkie. Fuck off. Man, you really look weak. Muss ich die alle? I try to avoid you. But your lads are taking up the whole city. Das meint er, das würde er als positiv empfinden, ne? Ja. You got it, bud. I run the city. I bet you got all the ladies. Where's your girlfriend? Oops. It's none of your business, bud. I do my rounds in the city. Ich bin eine Frau! Ich bin eine Frau! Das muss sie. Ist ja schwul. Liegt's daran? Can you even bench the bar, bro? You should start working your calf muscles more. Ich frag mal.
You're a funny one, ain't you? I'll take you out and show you how to bench. Oh, trainer, I'm putting together a routine and need someone to check my notes. Can you email me? Got program, I'm going to get bigger than you, so I can kick your ass next year. Ja, ich kann nur das halb nette hier sagen, ne? Give it here, bud. I'll clear you up. It's probably time for you to take your daily dose of steroids. I hope you drown in beef cream. Later, man. Also, I swear your biceps grew for inches in past months. Das hört er gern, ne? Yeah, you notice, I just finished my arm workout. Later, bud. Ich bin nicht Bud, okay? Ich bin hot. Hot bitch. Da. I got tits. Tja, hier war die Klinik. Wo stehe ich denn jetzt? Ich will immer M drücken für Map, aber ist falsch. Wo ist die Klinik? Ja. Ich wollte eigentlich hier hin, bevor ich starb. Da ist Entertainment. Providence Street. I am Providence. So, dann laufe ich mal hier lang. Schöne Murals. Das klingt sehr nach einem Club. Vielleicht sogar der Club, wo ich hin will. Dann gucke ich aber jetzt brav nach rechts und links, bevor ich die Straße überquere. The Bounce House. Da werde ich doch direkt mal bouncen, oder? Sanity is a measure of your mental well-being and can be replenished to various methods consuming narcotics and alcohol. And by tipping local workers. Sanity. Sanitation. Sanity ist noch okay. Nutrition. Ich könnte was essen. Noch geht's mir gut. And the Bounce House. Da müssen Sie wohl der Bouncer sein, eh? Hallo, Carlos. How we doing tonight here? Nee, how we doing tonight there? $20 cover charge. Can I at least peek through the door first? Clean up my own vomit later. Das ist witzig. Das ist witzig, oder? Aber er sieht nicht aus, als würde er witzeln mögen. Hey, no peeking through the doors at this club. Our girls be making a living off your eyeballs. Now you pay to go in or you leave. I'm just here to blow my paycheck. Das müsste ihm noch gefallen, oder? I ain't trying to intimidate you. Na, da hat er schon aufgehört zuzuhören. My job's just to put anyone in their place who can take care of themselves. You're wearing a tight ship here, Carlos. I bet there are more weirdos hanging out in the shitty sushi bar than this place. I ain't know nothing but no sushi bar, but I'll take that as a nod of good spirit. Ich könnte jetzt auch einfach gehen, ne? Do you have a refund policy at this? I don't want to know. I'm getting worse. Man, I'm sick of this place already. Ja, das ist das Netteste, was man hier sagen kann, ne? Aber er fand das nicht nett. Hey, no refund policy here. You don't like what you see, you leave. I'll see you in about half an hour when you're dragging me out the back door. Das ist witzig. Fuck it. Had a long day. Here's your $20. Ja, bitte. Have a good time in there now. Make sure you say hi to Maria. Ja, dann geh ich jetzt rein, oder? Ich habe leider kein Geld, Carlos. Kannst du mir was leihen? Jetzt, wo wir Freunde sind? Ja, vielleicht ein andermal. Okay. Gucken wir mal, ob ich den ersten Tag hier überlebe. Die wollen mich echt dazu bringen, ne? Hier böse Dinge zu tun. Ist das die Art Spiel? So eine Art Spiel, das Spieler, also Kinder und alte Leute wie mich, dazu bringen wollen, soll kriminelle Wege einzuschlagen, das nötige Know-how dazu zu erwerben. Das wäre was, ne? Wenn all diese Spiele tatsächlich nur dazu gemacht sind, uns auf die schiefe Bahn zu bringen. Ja, also richtig, was kann ich, mal gucken, wie Frauen mich behandeln. You sure like to run around this city. Will you date me? Moment, ist das, ich glaube, das Spiel kümmert sich einen Scheiß darum, ne? Das geht davon aus, dass ich ein Typ bin.
Will you date me? Don't worry, I'm not crazy like most of the freaks out here. Coffee, but I swear I've seen you before. And yes, but ich spot a police officer from a mile away, but I'm not sure about you. So, seen you before ist nie falsch, ne? Haha, I bet you've seen me around before. Nicht Spanisch müsste klingen, ne? I could use a boost. Bring me back a coffee. I see you somewhere. Must have been in the porn shop. You work at the local club, right? Would you mind erasing me off the blacklist? But that girl from the club, right? Would you mind getting the bartender's number for me? Ich darf nicht direkt irgendwas von ihr verlangen, oder? Porn shop ist so wie ein Diss, oder? Das gefiel dir nicht, ne? I probably have to bribe management somehow for that. Ich habe das noch nicht drauf. Ich muss mehr über die Stadt wissen. Bye! Bevor ich hier was tue. Ich würde gerne U-Bahn fahren. Das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Das Ding heißt Metro-Ding. Und da ist auch schon Metro. So. Civic Line. Sprinter Line. Metro Line. Ey. Und ich darf. Ey. License. Zero Skill Points. Ja. Die Lizenz habe ich. More Train. Machen wir das mal. Ich muss erstmal auch nur $1 verdienen, bevor ich irgendwas machen kann, nehme ich an. Zum Beispiel was zu essen kaufen. Ich habe ja noch was zu essen dabei. Ne? Gucken, ob ich schnell verhungere hier. Oder ob ich erstmal ein bisschen Geld machen kann und dann Kleinigkeit esse und dann noch genug habe. Oh, da bin ich hier. Press Y to release brakes. M to accelerate. Okay. Q to use the route panel. You are on the Civic Line. The next stop is the Minion Tower. 30 Max. Okay. Das ist sehr einfach zu bedienen hier im Vergleich zu allen anderen Sachen, die ich jemals gefahren bin. So, 30. So, wie kann ich denn stoppen? Sehr schön. Das muss mir nicht immer eine Sekunde vorher gesagt werden, ne? Wie wäre es, wenn man mir das sagt, irgendwie so jetzt zum Beispiel? Metro is faced with ongoing security. If you see a security threat message on your cabin, use the phone on the left side of the cabin to call security, but make sure to do so before any passengers have called it. Bend on fire, you can use the fire suppression button to extinguish the fire. Wie stoppe ich denn? Also hier muss ich anrufen. Habe ich irgendwas mit Security gesehen übrigens? Hold the train's brakes to slow the stop marker. The cap screen displays a stop zone message. Use the K. If you overshoot the station, hold the brakes to reverse. When the light turns green, close the doors and make your way to the next. So. Hall Expressway. So, ich hoffe mal, dass das K. Ich würde ja gerne mal rausgucken. Kann ich mal rausgehen? Ich gehe mal raus. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob die Türen noch wirklich auf sind. Ich wollte nicht meine Schicht beenden. Lasst mich wieder rein! Lasst mich wieder rein! Mann! Abort. So. Fahren wir nochmal. Bremse releasen. Ah ja, da sehe ich auch, wie sie ist. Und jetzt akzelerieren. You are on the Civic Line. The next stop is Dominion Tower. Dominion Tower, ne? Das wär's. Na gut. Eventuell noch H drücken.
IC ist gut. Dominion Tower ist hoffentlich dann das Richtige. Die Break vielleicht mal einschalten. Will er nicht. So, habe ich jetzt die Türen aufgemacht? Ich hoffe es. Doors closed. Headlights. Moment, wie kann ich denn die... Ich muss da noch ein Stück vorne halten. So, hier ist die Stop Zone. Jetzt die Türen auf. Okay, jetzt habe ich's. Got it! You are on the Civic Line. The next stop is Carl Expressway. Upon arrival to the station, the doors on the left side will open. Please respect social distancing guidelines and maintain a safe distance from other passengers. So, Tempo 40. Sollte was essen oder was? Tempo 40. Okay, fahren wir mal Tempo 40. Zumindest das Licht scheint einem irgendwie zu zeigen, was man da tut oder tun muss. Ich muss sagen, das ganze Leben oben an der Oberfläche ist deprimierend und hier unten muss ich hier wieder was machen. Jetzt habe ich nicht gesehen, ob ich 30 oder 40 fahren muss tatsächlich. So, Türen auf und da kann ich Tempo 50 fahren. You are on the Civic Line. The next stop is Riverdale Terminal. So, jetzt habe ich was getrunken und was gegessen. Please secure your belongings and have your ticket ready. Thank you for your cooperation. Was ich nicht sehe, ist übrigens, warum sehe ich hier, warum sehe ich verschwommen? War das ein Bier? Habe ich ein Bier getrunken? Ich darf 50 fahren. Ich hau hier mal auf jeden Fall so das Signal rein. Hier kann ich schon wieder... So, Stop Zone und aufmachen. Jetzt habe ich noch nicht verstanden, wann ich hier Security rufen muss, weil ich nirgendwo was gesehen habe. Doors closed. Hä? So, jetzt. Jetzt ist offen. Das ist gut. The Civic Line. The next stop is Public Gardens. Upon arrival to the station, the doors on the left side will open. Please offer your seat to those in need. Thank you for your cooperation. So, ich habe immer noch nicht verstanden, was mit Feuer und so. Noch gab es kein Feuer, ne? Aber Security, wo wird mir das angezeigt? Und ich verdurste hier gerade mitten auf dem Weg. So.
Und Türen auf. You are on. The Civic Line. 20 Leute. The next stop is Jasper Point. Also ich. On arrival to the station, the doors on the left side will open. Your safety is our priority. If you observe suspicious activity, please advise transit personnel. Thank you for your cooperation. All passengers must vacate the train at the following stop. Ich hatte mir ja bei anderen Metro-Simulatoren und so, ne, gewünscht, dass so kleine, ungewöhnliche Sachen hier passieren. Hier habe ich das natürlich. Die Bedienung hier ist sehr leicht, aber muss mich natürlich auch erstmal hier dran gewöhnen und alles im Blick behalten. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob und was hier kommt. Jasper. Ist gut. Hier bin ich richtig. Time left zero. Da habe ich halt jetzt gerade erst drauf geachtet. Ne? Ich bin ziemlich langsam offenbar unterwegs. Ich habe keinerlei Zeit mehr. Was muss ich hier machen? Jetzt open. Continue to route exit. Okay, dann mache ich das. Ja. Mal gucken. Gucken, was ich jetzt verdient habe. Ich war ja offenbar nicht wirklich schnell. Und hier mit Time Left, da habe ich erst am Ende drauf geguckt. Emergency Brake Horn. Okay. Tempo 30 kann ich hier, ne? Hallo. Das gefällt mir ganz gut hier. Also mit dem Workern, die da stehen. Bei anderen Spielen hätte ich mir das mal gewünscht, so zumindest in einigen Szenarien. Und natürlich wäre das Spiel hier gut geeignet, irgendwie wirklich mal so fiese Sachen da unten zu machen. Wenn das schon hier angedeutet wurde, dass es hier... So. $3! Nochmal 5. Und 5 sind 13. Da kann ich mir fast den Eintritt in den Club gönnen. Ne, ist ja noch viel mehr. Skill Points. 50. Ich kann in den Club. Also received a bonus. Grade B License. Okay. Das ist good money, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt das Ganze hier einfach mal halbwegs ignoriere. Moment, wo kann ich denn was essen? Ich muss unbedingt was essen und was trinken. Hier stehe ich. Shop. Das ist hier die Straße runter. Ich lauf mal, mich nicht wieder befahren will. Hier soll irgendwo ein Shop sein, ne? Fernie? Wo kann ich was essen? Oder gibt es hier noch ein eigenes Residence Money? Shop, Entertainment, Lock Building. Okay, die Slater Street runter. Ich brauche was zu essen. Ich dehydriere langsam. Ich dehydriere. Was ist die Klinik? Die können mich bestimmt hydrieren, so ist es nicht, aber was Einfaches zu essen würde mir schon reichen. Moment. Ich war doch eben hier. Ich habe doch eben hier irgendwas gesehen. Bin ich hier nicht in der Nähe von meinem Zuhause? Baker Avenue. Regal Line, hier ist mein Zuhause. Vorne ist auch noch ein Laden. Es gab doch so eine Wasserfontäne hier. Variety Store. Oh, hier gibt's was zu essen. Ja, da will ich rein. Da kann ich mir direkt ein bisschen Vorrat holen. Hallo, Sir. Schön übersichtlich haben sie es hier.
Sie haben auch Getränke, oder? Also, ja, hier, ganz offensichtlich. My ass, all out of hash pipes. We got another batch coming through next week if you're interested. Just stumbled in here, I'm not sure where I am. This place looks like one stop shop for diabetes and liver failure. Came here to buy some fireworks. Nö, not sure where I am. Was gefällt ihm? Your ass just stumbled into the right place. Now you're looking to buy. Ich habe übrigens einen interessanten Podcast von John McWhirter, ein Logopäde, wollte ich sagen, ein Linguist, Sprachwissenschaftler. Und er erzählt, dass My Ass oder Your Ass, dass das tatsächlich aus dem Schwarzenglischen übernommene reine Pronomen sind. Ne? I gotta sue your ass. Ist nicht irgendwie so rüde gemeint, sondern es ist einfach ein legitimes Pronomen. Your ass just in the right place. Now you're looking at buying. See you sell lottery tickets. Ich hab erstmal Durst. How many alcoholics do you figure have in rotation in this place? Do you have a microwave? Is there a microwave in here? Gefällt ihm. You got it. Just got a brand new microwave hooked up. Right over there on the table. But I can't clean it up after no one else's ass. So don't leave no mess in here. Look like you have a lot on your mind. Would you ever take a break from your job? Ja, alle reden gerne über ihren Job und über Girlfriends, offenbar ja nicht. Nicht mal mit mir, obwohl ich eine gut aussehende junge Dame bin. My ass ain't been outside lately. My baby mama just left me. What do you figure she up to now? Der sieht nicht so aus, wie er spricht. Don't bother with your baby mama. Come to the club with me. Take a few shots of rum and I'll buy you a lap dance. Baby mama will come back to see if I'm sure of it. Wondering where your baby mama is. She's been at my place for the past few months. Ich hoffe, das hier. Nee, gefällt ihm nicht. Yeah, your ass knows something I don't. Check my problem. Sorry again. I've been seeing you around. Still gonna buy something, ain't? Ja, ich möchte was kaufen. Und zwar unbedingt Getränke. Hier. Blueberry Soda. Menge Sugar. Iced Tea. Ice motherfucking tea, bitch. Wer kennt die Anspielung? Wer kennt die Anspielung? LSD. Bin überrascht. Und ein Armchair für 160. Ich kaufe erstmal Blueberry Soda. Ich kaufe das hier. Und es gibt genau eins von jedem. Cocaine. Ja, Chocolate Bar. Hätte ich gern mehr von, tatsächlich. Sour Cream Chips. Bin ich gar nicht so ein Fan von. Aber ich kaufe alles, was essbar ist hier. Und ein Lottery-Ticket. Wie viel Geld habe ich denn noch? Warum wird mein Geld hier nicht angezeigt? Was habe ich hier? LSD? Lockpick. Und ein Lottery-Ticket. Das kaufe ich noch. Ein bisschen Glück braucht der Mensch. Okay, danke. Jacob Pritchard. Den Namen werde ich mir merken. Mit dem muss ich mich gut halten hier. Jetzt kann ich hier was... Okay, ich glaube nicht, ich hab nicht wirklich was ich hier... Ich muss kurz was trinken. Die Dehydrierung ist nämlich schon ganz schön fortgeschritten. Und Eistee muss ich auch trinken. Und dann das essen. Und das essen. Und das essen. So, und jetzt gucke ich noch das Lottery-Ticket, was gewonnen habe. Ich weiß nie, wie die Dinger funktionieren. Habe ich jetzt schon gewonnen? Nee, wenn drei gleiche sind, ne? Oh. Oder reicht das hier, drei davon zu haben? Ich brauche drei gleiche, um gewonnen zu haben. Jacob. Oder Mr. Pritchard. My ass ain't got no time to chat right now. Ich will ja auch was kaufen. Du hast aber nichts Neues, ne? Seit ich das letzte Mal hier war. Wie sieht's nochmal mit meinem Geld aus? 41 Dollar habe ich noch. Vielleicht kaufe ich da noch was. Ja, ich verkaufe meine Hose, genau. Das könnte mich sane halten, ne? Gibt's Probleme, wenn das gefunden wird bei mir? Ich kaufe mal die hier. Ich kaufe das. Und ich kaufe das. So. Wie viel habe ich denn jetzt noch?
$5. Na gut, dann wird mich das Kokain wachhalten, um arbeiten zu gehen. Ich muss unbedingt was trinken. Es scheint hier nicht wirklich geholfen zu haben. Inventory. Signed weight and reduces movement speed. Stash items in apartment fridge. Na gut, so viel habe ich ja gar nicht, ne? Bladder! Tatsächlich, ich kann hier meine Bladder blättern. Dieser Trunkenheits. Hier ist wieder die Metro. Ich kann übrigens nicht hüpfen. Oder crouchen oder so. Ich muss irgendwo Wasser herkriegen. Ich laufe jetzt nochmal zurück da, wo ich zu Hause bin. Das ist die andere Ecke der Stadt. So. Muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder überfahren werde. Wie kann man das machen? So geht das. So einfach ist das. Maple House. Ah! Entschuldigung. Delivery Location. Ah, Moment. Narcotics delivered. Ich hatte doch welche dabei, ne? Aber die wurden mir nicht im Inventar angezeigt. Oh, hier gibt's was zu trinken. Oh, ich kann mich satt trinken. Kann ich wirklich so viel trinken, dass ich... Ist Bladder eigentlich so, dass meine Bladder, wenn sie voll ist, dass das schlecht ist? Wäre eigentlich naheliegend, ne? Und ich muss auch rausfinden, wo ich richtig gut essen gehen kann. Sodass ich... So, genug getrunken. Schön. Es sollten eigentlich mehr Städte haben hier, ne? Dass es sowas gratis gibt. Josh, warst du nicht der Typ? Nee, du warst der Typ, der... Ich rede nochmal ein bisschen mit dir. I'm done working for the day. Something I can help you with. Police chase? Run? Ah, ich hatte genau 5. Wieso? Wo? Hier war die Polizei tatsächlich. Fuck me! Und wo sind meine... Der hat meinen Kram weggenommen. My stash. Okay. Ich muss also... Boah. Der hat mir Drogen im Wert von $32 abgenommen. Damn it. Aber der schuldet mir doch jetzt Geld hier, ne? Hallo, ich hab gemacht, was du wolltest. Listen up, pal. I've been running around this city non-stop this shit, but I got a lot. Ja, danke. Hab ich doch schon... Drop-off locations be marked with a red piece. You got this and keep this shit on the low, you hear me. Cut for you if you can. Ach so, Moment. Ne? Tja, kann ich nichts mehr verkaufen. Croissant. Ich habe auch kein Geld mehr, ne? Ne. Kann ich nicht einfach für dich Job machen oder so? Okay. Ich dachte, du schuldest mir Geld. Ich habe doch gerade Narcotics da abgeliefert. Oder waren das die Narcotics, die ich gekauft habe? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, diese Stadt überfordert mich noch in ihrer Minimalität. Seafood. Moment, ist das da? Kann ich da vorne tatsächlich was essen? Aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Okay, das heißt, ich stehe eigentlich so wie am Anfang da, ne? Ich bin ein bisschen reicher um Erfahrungen. Hab eigentlich genauso viel verbraucht, wie ich ausgegeben habe. Und werde mich jetzt mal duschen gehen. Das hier unten scheint ja aber noch mein Haus zu sein. Use a Drifter App in your smartphone. Ja, ich werde mal duschen, schlafen. Und wo bin ich denn nochmal zu Hause? Vorne? Hallo? Ich dachte, das war einfach so ein netter, schneller Weg, der da runterführte zu meinem Haus.
Map unavailable. Hallo? Ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen. Ich wollte eigentlich nur was essen, beziehungsweise mich duschen und... Oh, the Raven, nevermore. Und ein Bulle. Sir, ich suche den Weg zu meinem Apartment. We may speak with each other once you have fulfilled all of your other quests. Darf ich Ihnen was abkaufen? Ein Donut! Ich habe nur kein Geld, Sir. Kann ich Ihnen was... Kann ich... Zumindest hat jeder was zu verkaufen. Ich hätte gern einen Donut gehabt. Und ein Lottery-Ticket. Sir. Ein Lotterieticket des Satans, möglicherweise? Na gut, ich, danke, Sir. Auf Wiedersehen, Sir. Tja, ich weiß nicht mehr, wo ich wohne. Hoffentlich nicht hier. Wo bin ich denn zu Hause?